Wir sind heute beim 15. Lionsball im Zentrum Feldbach. Und passend zum karitativen Zweck des Abends fragen wir die Anwesenden, was denn ihre letzte gute Tat war. Und zwar sind wir ja heute beim 15. Lionsball. Und das ist ja ein karitativer Zweck, das Ganze. Was war denn Ihre letzte gute Tat persönlich? Dass ich für unseren Sportverein immer arbeite und dort meine Unterstützung gebe. Und bei Ihnen? Was war Ihre letzte gute Tat? Ich mache jeden Tag gute Taten. Die letzte gute Tat, also ich bin ja selbst in einem Charity-Verein, Roundtable Feldbach. Und die letzte gute Tat war sicher ein Hilfsprojekt, was wir unterstützt haben mit 5000 Euro in der Region. Eine letzte gute Tat? Oh, das ist eine gute Frage. Als Frau macht man immer gute Taten. Aber die ganz besondere Tat ist, wenn mein Mann in der Früh sagt, ich hab dich lieb. Das ist eine gute Frage, ja. Da müssen wir sicher weiter zurückgreifen. Meine gute Tat. Na, meine letzte gute Tat, das war, was ich meiner Frau vorgestern eine besondere Überraschung gemacht habe. Das letzte war Steirer mit Herz, habe ich gebacken für Kinder, krebskranke Kinder habe ich geholfen und das war ganz eine spannende, schöne Geschichte. Meine letzte gute Tat, die ist nicht lange her, weil ich bin beim Roundtable in Feldbach. Und da haben wir die Weihnachtsbackerl-Aktion, wo wir auch heuer wieder sehr viele Kinder unterstützen. Und ja, ist gerade einmal 4 Tage her. Die letzte, ein kleines Beispiel. Ich habe meine Mitarbeitern am 23. Dezember freigegeben. Was war denn Ihre letzte gute Tat? Meine letzte gute Tat? Boah, das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin da beim Lionsball und habe eine Spende abgegeben da für ein Abgeben von meiner Freundin, für einen Mantel. Nachdem ich Krankenschwester bin, mache ich immer gute Taten. Letzte gute Tat. Ja, ich bin eigentlich für die Senioren sehr viel unterwegs mit 150 Leuten von Lieben Weißenbach. Das ist, nenne ich auch gute Tat, dass die Senioren eigentlich unterwegs sind und unterhalten werden und bei Veranstaltungen eingeladen werden. Die letzte gute Tat, die Sie begangen haben, passend zum karitativen Zweck heute. Würde ich gerne wissen. Ja, da habe ich meinen besten Freund zu einem Bier eingeladen. Und der hat es gebraucht. Das war wieder eine neue Folge von Schnell gefragt. Diesmal vom Lionsball in Feldbach. Und was uns definitiv hängen geblieben ist, dass es nicht immer große Dinge braucht, um Gutes zu leisten.